Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret of the Silver Blades. Wir sind bereit für den nächsten Teil unserer Ruinenerkundung. Ich habe noch ein bisschen Item-Management betrieben, heimlich still und leise. Wertner hat jetzt noch den Ring of Protection bekommen und ich habe überzählige Ausrüstung in den Vault gepackt. Die müssen wir jetzt zum Glück ja nicht mehr wegschmeißen, wenn wir uns noch nicht so ganz sicher sind, ob wir sie brauchen können oder nicht. Die können wir ja einfach jetzt lagern, nämlich genau hier. Und wir wollen jetzt einfach mal weiter erkunden. Ich überlege gerade, von wo aus wir das angehen. Das machen wir am besten vom Well of Knowledge aus. Das ist der Weg ein bisschen kürzer. So, wir wollen jetzt vom Prinzip in den eher südöstlichen Teil. Und dazu gehen wir am besten. Da gehen wir erstmal hier raus, das ist am einfachsten. So. Okay, na gut, dann gehen wir mal los. Search an. An und move. So. Gut, dann. Das kennen wir alles schon. Oh, naja, bitte. Immer wieder eine nette Überraschung. Oh, was haben wir hier? Du bist ein Neo-Utyuk. Du bist neu. Ja, schön, gut. Autsch. So, das da unten machen mal die Mädels und hier das machen die Kerle. So. Ach, come on. Also. Ach, sag mal. Na, also, geht doch. Muss es doch noch wollen. So. Nach dieser. Oh, wir haben sogar Treasure. Was haben wir denn? Das ist ja, Dankeschön. Könnt ihr aber halten. Könnt ihr eure Leichname mit dekorieren. Wo wollen wir denn hin? Nach Süden, habe ich gesagt, ne? Hier schon? Ich glaube. Nee, hier noch nicht. Hier nach Süden. Genau. You see an arrow pointing west. Das ist soweit unerheblich. Wir wollen jetzt hier nach Süden, genau. Und mal gucken, was wir hier so finden. Wir werden am Ende unseres Weges etwas finden und oh, schon auf dem Weg dahin etwas. Leider nicht allzu viel, was Zwischenbegegnungen angeht. Aber hier haben wir immerhin. Was haben wir hier? Hallo. You found the entrance to the mine. Ja, hätte uns ja auch mal einfach sagen können, wo die ist, nicht wahr? Dann hätten wir sie nicht so überraschend finden müssen. Immerhin sollen wir hier hin. Ne? A huge wheel trails rope down. Was? A huge wheel trails ropes down into the dark. Ich nehme einen Schluck Kaffee und versuche das Ganze dann nochmal. Eine Sekunde. So. Koffein wirken lassen. So. You found the entrance to the mine. A huge wheel trails ropes down into the depth of the shaft. A large wicker basket dangles from one of the ropes. The mine is guarded by Black Circle Devotees. Aha. They attack. Warum das denn? Wir sind doch auf eurer Seite. Nee, glauben sie uns nicht mehr, nachdem wir ihren. Aber wahrscheinlich hat Markus gepetzt, da. Eh? Er ist wahrscheinlich ein hohes Tier beim Black Circle, nicht nur einfach ein Wizard. Also bei anderen Worten, die wissen, dass wir sie in ihrem Magic Shop angegriffen haben. Okay, den werden wir. So, können wir den Kollegen, den anderen Kollegen Magier erreichen? Weil dann können wir uns. Ja. Jo, da können wir uns sogar den Einsatz von Zaubern sparen. Das ist ja ganz hervorragend. Ja. Du kommst sogar jetzt noch in den Nahkampf. Das war ziemlich doof, aber gut, ist deine Sache. So, du bist schon mal weg. Necromancer.
Du guckst dir das von hier hinten an. Ja, manchmal vermisse ich einen Dieb, das Backstabben, aber in diesem Spiel werden wir auf ihn verzichten müssen. Ja, das geht natürlich nicht, das war sauschlau. Na komm, dann machst du auch mal mit hier. Guten Tag. Ich bin der Magier der Gruppe und ich... treffe sie nicht, schade. kein guter... so. Hätte ein guter Gag werden können, wenn er getroffen hätte. Hat er nicht. Wärtner, Spielverderber. Schon immer gewesen. Also, und dann gerade an den Original-Wärtner denkt, wahnsinniger Spielverderber. So, bring ihn mal um hier, Mensch. Veteran. Ach, Quatsch. Veterans. Ist doch alles kein Problem für uns. Immerhin 2-4. Oh Gott. Das ist wieder Bracers. Das ist schon Bracers SC6, aber sicherheitshalber nehmen wir mal 2 mit. Ne, wir sind noch nicht so weit, als dass nicht eventuell sogar noch hier bei Popelbegegnungen was Gutes bei sein könnte. Packen wir erstmal alles ein. Darts brauchen wir nicht. Unsere Magier sind ja, unser Magier ist ja auch mit vernünftigen Waffen geschult. So, do you go into the mine? Ich will sagen, ja, können wir mal kurz runter gucken. You've reached the temple level. Aha. Okay. Hallo? Nee, ich glaube, hier gehen wir wieder. Erstmal die Oberwelt, Surface. Den. Seid aber schnell wieder hergekommen. Ja gut, hier, wie ihr seht, ist ja eine wunderbare Möglichkeit zum Grinden gegeben. Also wenn man Erfahrungspunkte braucht und sehr viel Geduld hat, kann man das hier ganz hervorragend machen. Du willst anfangen zu zaubern? Hier ist noch einer. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist Überheblichkeit. Da sollte man... Pyx, lern gleich mal deine Lektion. Nicht überheblich werden. Es sind manchmal auch 3. Aber da er klugerweise Globe of Invulnerability gezaubert hat, können wir ihm mit einer Magic Missile jetzt nicht gefährlich werden. Was wir aber sehr wohl machen können, ist mit einer Sling es mal versuchen. Ach, du bist im Nahkampf. Ja gut, dann geht das natürlich nicht. Geh mal aus dem Nahkampf raus. Ja, ja, tut weh, ist egal. Ach, hat er nicht getroffen. So, Target und... Ah, schade. Ja, ja, gut, das haben wir verdient, das haben wir verdient. Das war... vorauszusehen. Gut. Was? Warum sieht dich keiner? Ach, Ring of Invisibility. Edgy Badge. Vielleicht gar nicht blöd, wenn man das auch dem Magier... Nee, der Magier steht normalerweise nicht an die Gegnern dran, dass er da durchlaufen müsste. So, und... Nee, jetzt bist du sowieso nicht mehr unsichtbar. Wieso treffen wir denn den blöden Magier nicht? Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, ja. Come on. Ah, super. So, du störst hier. Und du störst erst recht. Du hast die Stirn, uns Schaden zu machen. Im Nahkampf. Als Magier. Frechheit. Aber ich glaube, dieser Runde macht jeder der Gegner Schaden. Das ist so jetzt. Ja, ja, ist egal. Jetzt war. Bist du irgendwas anderes? Ja, mal gucken. Nee, du bist auch ein Publiker in der Konvenza. La. So, dankeschön. Hm.
Come on, sterbt. Dankeschön. Dankeschön. Und du jetzt auch noch. So. Nee, wollen wir nicht. Gibt auch gleich ein bisschen mehr Punkte. Und Light Crossbow Quarrels. Nee. Schade, dass die Magier keine Schriftrollen bei haben, aber wir könnten ja auch mal früher oder später mal ein bisschen Geld in Schriftrollen im Magic Shop investieren. Nee, will ich nicht. So, das machen wir später. Was wir jetzt erstmal machen, ist, wir rasten jetzt erstmal, um unseren kleinen Fehler zu beheben, den wir da begangen haben. Nee. Und da ist Norden, das ist gut. Also hier ist die Mine, das merken wir uns mal. Wir wollen aber weiter nach Süden. So, da ist auch die Sonne. Sehr gut. Die um 5.50 Uhr im Süden steht. Okay, gut. Ja, die Uhrzeiten sind in diesem Spiel, sind in den gesamten Goldberg-Spielen ein bisschen lustig. Ich glaube, da geht die Sonne um 0. Ich weiß nicht, ist es um 0 Uhr? Geht sie auf und um 12 unter oder irgendwie so Kram. Also, es ist sehr, sehr, sehr seltsam. Also es ist quasi keine Uhrzeit, sondern es ist, glaube ich, die Stunden des Tages werden das wohl sein. Egal, wir wollen... wo bin ich denn hin, verdammte Axt? Von hier gekommen. So, das ist soweit noch richtig. Da wollen wir hier, da wollen wir hier. You see an arrow pointing north. Ja, da wollen wir auch hin. Monsters attack ist schon. Ne? Passiert doch mal was. Sind nur leider die, ja, popligen Minotauren. Aber wir gucken mal, vielleicht hat sich ja auch ein Magier versteckt. Nein, ein Hillgiant, okay. Arsch. Guten Tag. So. Nee. Ja. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir nach hier, nach hier, nach hier, nach hier. Man hat hier eine ganze Menge zu erkunden. Nee, jetzt wollen wir weg von der Stadt. Sieht noch soweit richtig aus. Hier speichern. Nein. Hier speichern wir aus einem. Ach, come on. Ach, das Rulebook. Ach, Mensch, wo habe ich denn das Rulebook? Eine Sekunde mal kurz. Ja, und da bin ich wieder, jetzt das Rulebook noch ausgegraben. Mein Gott, das ist auch eine super Copy Protection. Ne? Lass uns nicht nur das aus einem dem Spiel beiliegenden Handbuch nehmen, sondern auch noch aus einem zweiten, damit ganz sichergestellt ist, dass der blöde Raubkopierer, der aus irgendeinem Grund in der Lage war, das eine Handbuch zu kopieren, zu blöd war, das andere zu kopieren. Das ist naja. Seite 3. Modifying Characters. Die Überschrift heißt nicht Modifying Characters, die heißt Modifying Characters and Parties, liebe Spiel. Ne, ein kleiner Hinweis. Wort 1 ist the. Das ist sehr schwer. So. Dankeschön. Okay. So. Weswegen ich abspeichern wollte, ist, glaube ich, hier ist was Besonderes. This is the old Administration Building. Ja, das ist nämlich ein verdammt großes Administration Building. Oh, das von Black Circle Guards bewacht wird, so wie es aussieht. Jo. Naja, wenn ihr da schon so steht. Ich meine, sorry, aber... dann müssen wir einfach. Das ist... Rollenspielregel. Wenn da
Magier sich so hinstellen, dann muss man sie auch auf diese Weise angreifen. So, und du gehst jetzt hier lang, schlägst den tot. Arsch! So, also dieses Administration Building, wir erinnern uns in den vorigen Spielen an Gebäude. Oder auch in diesem Spiel bisher, in New Verdigris zum Beispiel. Da ist also eine Area Map, ist die Stadt sozusagen, und ein Gebäude ist so 2x2 oder 4x3 oder sonst was Kästchen groß. Hier gibt es das alte Administrationsgebäude, also Verwaltungsgebäude, also eine Art Rathaus wahrscheinlich, ist eine ganze Area Map. Also die müssen eine ziemlich anständige Bürokratie gehabt haben, wenn sie so ein riesiges Verwaltungsgebäude hatten oder eine extrem ineffiziente Bürokratie oder einfach nur Lust an großen Gebäuden. So, auf jeden Fall sind wir hier jetzt und offensichtlich scheint sich hier der Black Circle ja eingenistet zu haben. Das ist ja hochinteressant. Deck. Ja, ganze Puppelkram brauchen wir nicht mehr. So, haben wir hier Area. Ja, ist ja praktisch. Okay, dann nehmen wir mal das Rulebook zur Seite. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Und gucken uns mal das Old Administration Building an. Okay. Sind wir hier also in der Lobby. Tun wir mal so, als wären wir Lobbyisten. Okay. In der Lobby warten funktioniert also nicht. Wir müssen schon... Ah, the door is guarded. Okay, dann müssen wir also mit den Guards uns unterhalten auf unsere Weise. So, ist da noch irgendwo einer? Natürlich. Dann nimmst du schon mal das weg, das weg, das an und wo ist dein da? Sehr gut. So. Hier werden wir uns ziemlich häufig prügeln müssen, wenn ich mich recht entsinne. Hier ist nämlich alles voll mit Black Circles. Die haben das nämlich sozusagen... Die brauchen offensichtlich auch ein großes ein großes Verwaltungsgebäude. Du fängst an zu zaubern, da habe ich was gegen. Oh. Okay, dann zauber halt. Da kommen wir jetzt nämlich nie mehr hin. Ja, wir können es ja versuchen. Steh schon wieder dran. Und? Na, also. So, du machst das jetzt auch. Und jetzt schieße mal bitte tot. Nein, reicht noch nicht. Jetzt ist er aber tot. Das wieder aus, das wieder aus, das wieder an, das wieder an. Dankeschön. Mal nicht getroffen, nur mal selten. Nee, sehen wir. Schon treffen sie wieder. Bringen wir mal um. Dankeschön. Sag mal. Das hat das Spiel auch noch nicht gelernt, dass es erstmal oder dass es von sich aus, wenn man durch die Ziele sich klickt sozusagen, dass es keine, also wenn man angreift zumindest nicht, dass es dann keine Allies anvisiert. Das wird auch erst später wieder eingeführt. Also die Verbesserungen sind wirklich das sind sehr kleine Schritte, aber sie sind stetig. Das ist immerhin was. So, ich sehe hier nichts Besonderes. Wir sind auch nur alles normale Magier gewesen. Nee. Okay. So, dann sind wir jetzt hier also im Rathaus. Naja, dann wollen wir mal gucken. Hier wird ja bestimmt nichts Schlimmes sein. Hallo? Irgendwelche Akten hier?
Guten Tag. You have entered the barracks area. Das ist natürlich. Ah, guten Tag. Ihr seid aber alles nur Guards, ne? Keiner. Nee. Der wäre weg. Der wäre weg. Veteran, Veteran, Trooper. 13 war ja genau das, was wir würfeln müssen. Ne? 14 Punkte wert, na Mensch. Probier's es nochmal. So, erstmal den. Dankeschön. Nee. Bleibt doch im Aim-Spiel. Ich bin noch nicht fertig mit Schießen. So. Dankeschön. Muss es nochmal Schaden machen, ne? Meine, für euch ist das egal. Das ist gar kein Verständnis für euch. Ein bisschen Empathie, liebe gegnerischen Guards. Ich meine, für euch ist es egal. Ihr seid sowieso tot am Ende. Aber wir müssen danach wieder umständlich rasten. Das ist alles, ne? Das ist alles viel mehr Aufwand. Ihr legt euch einfach nur hin und vergammelt. Aber wir müssen schlafen legen und aufpassen, dass wir nicht von Monstern überrascht werden und so ein Kram. Das ist alles viel, viel schwieriger. Da mal ein bisschen Rücksicht, nimmt da mal ein bisschen Rücksicht drauf. Ist da wohl nicht zu viel verlangt. Also. Okay, hier haben wir schon ein paar Sachen. Ja, nehmen wir nochmal mit. Zwei Schilde, aber ich glaube nicht, dass das bessere Schilde sind als plus zwei. Und. Nee. Ja, wir können ja auch das unterste nehmen. Vielleicht war ja noch ein besonderer Gegner dabei, auf den ich nicht geachtet habe. So. Platz haben wir ja. Nehme ich nicht. So. Sonst ist ja nichts. Okay, es ist ja alles nicht so super spannend. So. Hier vielleicht jemand. Oh! An officer of the guard stands in the middle of the room. He says. They're here! Take me now! And disappears. Ominous. Ja, this room contains the personal items of a Black Circle officer. Ja, die hat er hier gelassen. Das war. You see a bed, chair and a small trunk. What do you do? Open trunk. You find objects that may have meant something to the officer, but are worthless and meaningless to you. And so we destroy it. Them. You also find an interesting letter. You take it and you record it as journal entry 43. Hast du wieder irgendwelche Beweise liegen lassen? So, das ist das Rulebook. Das ist das Journal. So, 43. Ups. Letter from Marcus to the Black Circle. The new band the mayor has recruited seems superior to the last group. The townsmen managed to reach the well prior to the Red Dragon. They wished for champions to protect them. Fortunately for us, the wish worked literally and brought only the people. The mayor has to clothe, feed and equip them. Füttern muss er uns nicht. Das machen wir schon selber. Aber, und das Equipment haben wir uns ehrlich gesagt, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas von dem originalen Equipment, was uns der Mayor gegeben hat, oder haben wir das inzwischen auch ausgetauscht? Also wir können eigentlich ein bisschen für uns selber sorgen, würde ich damit sagen. It was quite a sight to see these naked and angry people waking up right in the middle of a town meeting. Sag mal, diesen Journal Entry hatten wir doch schon mal, oder? Ja, also Marco schreibt offensichtlich mehrere Briefe. So, sonst ist ja nichts. Das ist ja alles nicht so gut. Gut, dann gehen wir hier einfach mal weiter. La 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 la. Guten Tag. This is the Armory. Black Circle Guards Attack. Ach, was eine Überraschung. Wir sehen doch alle gleich aus. Und eine ganze Menge Krams haben sie.
Okay. Ich sehe schon, hier müssen wir mal ein bisschen andere Geschütze auffahren. Du wartest mal ab. Du wartest mal auch und du machst mal einen Feuerball. Ah! Na, wer ist schneller? Wer ist schneller? Wer ist. Er ist schneller. Autsch! Ah, oh, das wird schmerzhaft. Das wird sehr schmerzhaft. Jetzt nochmal und ja und. Tricky. So. Warlock, haha. Ich nehme an, die sind besser als Necromancers. Er ist er tot. So, und ja. Ja. Schon wieder? Sag mal, wer denn? Wer, du? Bitte lass das. Dankeschön. Hei. So, dann ist ein blödes Sling außer Hand und nimmst du wieder ein Schwert und dann kommst du nirgendwo hin. Dann warte mal ab. Vielleicht kriegen wir hier noch einen totgeschlagen und können ein bisschen Platz machen. So, nee, noch nicht. Okay, hat nichts gebracht. So. Quit. Ja, man kann mit einem Bogen nicht garden, ich weiß, aber trotzdem wäre es einfacher. Einfach nur. Weil ich mache das ja auch nicht, um zu garden, ich mache das ja nur, um die Aktion zu beenden. So, guard. Nee, wollen wir nicht. Okay, hier haben wir ja schon. Waren ja auch bessere Magier dabei und dann in der Hoffnung, dass die vielleicht auch bessere Ausrüstung haben. Nehmen wir deren Bracers mal mit, aber warum waren da nur zwei? Da müssen doch noch mehr sein. Ach, das wart ihr hier. Dart, das ist doch bestimmt was Besonderes. Dagger Quarters brauchen wir eigentlich nicht. Bandit Armor können wir ja mitnehmen. Bist du noch ein Schild mit? Ein Schwert mit. Mir irgendwo aufgeschrieben, was es da gibt bei dem Kampf. Also das ist ja inzwischen nicht mehr ganz so einfach zu unterscheiden, weil ja inzwischen sehr viel magisch ist. Offensichtlich. Was hier? Gut, dann nehmen wir die letzten Sachen da einfach noch mit. Das wird ja dann der Besondere gewesen sein, falls es. Also meistens sind die besonderen Sachen stehen unten in der Liste. Aber sonst ist hier auch nichts. Ja, dann wollen wir mal versuchen, ob wir hier rasten können, nachdem wir gespeichert haben. Das geht. Okay. Können wir auch noch Spells memorizen? Das wäre ja super. Nee, okay. Gut, ja, ist schon gut. Aber zumindest rasten können wir. Das sind aber nicht viele, das ist gut. Damit können wir leben. Guten Tag. Wir sind hier, um Ihnen Schmerzen zuzufügen. So. Witzigerweise haben wir entweder so gut gewürfelt, oder das Spiel hat ein bisschen gepennt, weil eigentlich müssten wir überrascht sein. Und aber ganz offensichtlich sind wir
haben hier die Gegner überrascht. Also, zumindest sind wir vor ihnen dran. Also, oder sie haben wirklich sehr schlecht gewürfelt und wir sehr gut, dass wir alle unsere Überraschungswürfe geschafft haben. Was allerdings in diesem Zusammenhang, da wir ja eigentlich geschlafen haben, ein bisschen seltsam wirkt. Aber naja, viel haben wir eine sehr wachsame Wache aufgestellt. So, come on. Sag mal, stirb. Danke. Nee, die haben auch nichts bei sich. Okay, ja, da würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal hier weitermachen und das Old Administration Building weiter erkunden. Bisher haben wir noch nicht wirklich viel herausgefunden. Zumindest nichts Neues. Aber zumindest scheint das ja hier tatsächlich so eine Art Black Circle Headquarters zu sein. Naja, eine Art Konrad-Adenauer-Haus, wa? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Old Administration Building mit mehr Secret of the Silver Blades. Also bis dahin, tschüss!